Ja, und da bin ich nochmal mit Bärbels Wohn- und Degree-Ideen. Das letzte Mal in 2018. Hört sich auch immer so endgültig an. Aber es war so ein ganz, ganz tolles Jahr für mich. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken für so viele Zuschauer, für so viele tolle Kommentare, für so viele Abonnenten und ja, für fast Freundschaften, die sich da geschlossen haben. Über die Kommentare. Es ist einfach richtig, richtig schön. Ich hoffe, ich kann 2019 noch weitermachen und ihr wollt mich dann auch noch sehen. Ideen habe ich noch ein paar. Ja, es war also für mich, wie gesagt, mit diesem YouTube-Kanal eine ganz, ganz tolle Sache. Also das war für mich einfach einmalig. Gut, nun haben wir Silvester. Die Weihnachtstage haben wir hoffentlich ja alle gut überstanden. Einen haben wir ja noch, oder das letzte bisschen davon haben wir noch. Jetzt kommt ja noch mal Silvester. Da muss ja auch noch ein ganz bisschen dekoriert werden. Aber bei mir wird das auch nur eine ganz kleine Dekoration, weil es gibt Raclette-Essen und da passt nichts mehr auf den Tisch mit Deko. Also da streiten dann alle. Es kommt also nur auf die Ecke, auf einen kleinen Tisch, ein klein bisschen was. Man hat ja auch noch ein bisschen Weihnachtsdekoration stehen. Ja, ich habe mir jetzt einfach eine Flasche angemalt, schwarz. Mit Ofenlack. Und wollte jetzt versuchen, mit einem goldenen Marker 2019 hinzuschreiben. Wollen wir gucken, ob mir das gelingt. So, das ist jetzt hier 2019. Dann habe ich gedacht, dass ich noch ein kleines Sträußchen da oben reinstecke. Und zwar habe ich hier einfach noch ein bisschen was vom Weihnachtsstrauß, den ich wegwerfen musste, überbehalten. Und habe hier noch ein paar Christrosen. Die werde ich jetzt einfach hier die Reste so zusammenbinden. Das kann nachher hier so ein bisschen runter. Und ja, ihr seht. Dann habe ich noch ein ganz bisschen hier Deko vom letzten Jahr. Und zwar so Strohhalme mit Sternen. Die werde ich jetzt einfach mal gucken, was da noch dran geht. Vielleicht zwei Stück. Hier vorne noch eine. Das ist nämlich auch schwarz und gold. So. Das binde ich mir jetzt mal zusammen. Ist also eine ganz, ganz einfache kleine Sache. Einfach nur, ja, dass man auch sieht, dass Silvester war oder ist. So. Das drehe ich einfach nur so zusammen. Und guck mal, wie das da jetzt reinpasst. Das geht, glaube ich, ganz gut. Oder auch nicht, doch. Gerade so eben. Nicht machen wollen. Das Ganze kommt jetzt auf ein Tablett. Ich habe hier so ein goldenes. Da habe ich gedacht, werde ich das jetzt draufstellen. Habe dann noch hier zwei Gläser, die ich dazu stellen werde. Und habe hier noch Deko. Wie gesagt, das ist auch alles vom letzten Jahr. Das habe ich mir nur wieder vorgeholt. Das ist auch Gold und Schwarz. Einfach Luftschlangen. Ja. Die kann ich ja auch schön damit drauf dekorieren. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt so mache.
Ja, und ganz viel mehr kommt dann da gar nicht dran. Ich werde mal gucken, ob ich das jetzt hier dran mache oder da drum mache. Oder habe noch ein paar von den Süßigkeiten, den in Gold eingepackten. Die kommen da auch noch mit drauf. Und dann habe ich hier noch so kleine Glücksschweine, die werde ich da mit drauflegen. Ich mache euch dann ein Foto und ja, vielleicht fällt euch das auch leicht, das mal eben so zu machen. Und man hat ein bisschen noch vom letzten Jahr und ja, mehr muss man doch gar nicht machen. Das ist dann ein bisschen Silvester und Hauptsache es ist nachher ordentlich was auf dem Tisch zum Essen. Also, bis zum nächsten Jahr, bis 2019. Ich wünsche euch was. Tschüss und einen guten Rutsch.